Jetzt haben Sie gerade gesagt, Gott wird offenbar in Jesus Christus. Zu wem sollte ich denn dann die Beziehung suchen? Also zu Gott Vater, zu Jesus Christus oder zum Heiligen Geist? Also erstmal, das Geheimnis von der Dreifaltigkeit ist, es sind nicht drei Götter, sondern einfach nur Gott ist die Liebe. Liebe gibt es nur in Gemeinschaft. Wenn Gott alleine wäre, könnte er nicht die Liebe sein, weil wen liebt er denn dann? Von wem wird er geliebt? Liebe ist empfangen und schenken und miteinander. Und das bedeutet die Dreifaltigkeit. Die schenkende Liebe, die empfangende Liebe und das Liebesmiteinander. Gott ist auch, hat kein Geschlecht, er ist jenseits aller Geschlechtlichkeit, deswegen sind auch so Worte wie Vater nur, man muss es andersrum sagen, das, was wir Menschen unter Vater verstehen, ist wie nur ein schwaches Abbild für das, wie Gott ist. Aber manche Menschen haben mit dem Wort Vater ein Problem oder das ist einfach oft auch lebensgeschichtlich belastet und denen fällt es vielleicht leichter, zu Jesus zu sprechen, der ja eindeutig menschliches Antlitz hat. Und manche finden immer, ja, Jesus ist immer noch so ein Lehrer und so ein Mann. Und Ruach, der Heilige Geist, ist eindeutig jenseits aller Geschlechtlichkeit verortet und fast wie die personifizierte göttliche Liebe, die personifizierte göttliche Energie, wie auch immer man das verstehen möchte. Das war jetzt eine sehr komplexe Antwort auf eine sehr einfache Frage. Ich mache es nochmal einfacher, so wie es einem am leichtesten fällt. Gott ist sowieso jenseits unserer Vorstellungen und er ist auch sehr individuell. Also ich glaube, jeder Mensch hat einen ganz eigenen Zugang zu Gott, was auch irgendwie sehr geheimnisvoll und schön ist.